Was ist eins der wichtigsten Themen für jeden Sportler? Es verbessert deine Bewegungs- und Kraftumsetzung und hilft bei der Verletzungsprävention. Es ist das Thema Mobility, geliebt und gehasst, natürlich auch von Nil. Nil zeigt uns heute seine drei Lieblingsübungen, hauptsächlich was die Hüftmobilität betrifft und danach noch seine Routine. Was übrigens auch ein wichtiges Thema für jeden Sportler ist, ist das Thema Ernährung. Wenn wir beide, also der Nil und ich, mal eine Alternative zu Wasser wollen, dann gibt es bei uns hier Kronbacher 0,0. Schmeckt lecker und dank seinen Nährstoffen perfekt für Sportler. Was will man mehr? Jetzt kommt die Übung. Viel Spaß beim Video. Für die Hüftbeweglichkeit, Beine rechtwinklig aufstellen, Oberkörper versuchen gerade zu halten und die Beine jeweils rechts und links einklappen. Übrigens, gerade weil die Beweglichkeit eine Schwäche von ihm war und wahrscheinlich immer noch ist, hat sich Nil viel mit dem Thema Mobility beschäftigt. Das Bein eindrehen. Das vordere Bein liegt im rechten Winkel auf dem Boden. Dann versuchen, das Bein gestreckt fortzuführen und in eine gerade Position zu bringen. Körper wieder möglichst aufrecht halten. In der Variante dann kann das Bein beim Vor- und Zurückführen angewinkelt werden. Vor allem mit dem geraden Bein ist das natürlich schwer. Schaut euch nur die Schmerzen in seinem Gesicht an. Hüfte strecken, Grundposition auf den Knien und Arme hinten abgestützt. Dann mit der Hüfte nach vorne schieben und oben kurz halten. Dehnt den Hüftbeuger und stärkt die Po-Muskulatur. Die Schwierigkeit kann man erhöhen, wenn man weiter runter geht. Nils Routine sieht so aus, dass er ca. 8 Übungen macht und diese jeweils 30 Sekunden ausführt oder in einem Wiederholungsbereich von 5 bis 8. Es startet wieder mit dem Beine einklappen, dann in einen seitlichen Ausfallschritt Dehnung und eine leichte Bewegung reinbringen. Hier natürlich wieder beide Seiten bespielen. Dann eine etwas feinere Übung, in die Beine möglichst 90 Grad Winkel reinbringen, dann die Hüfte etwas rausdrehen und wieder nach vorne schieben. In derselben Stellung noch, als nächstes dann den hinteren Fuß anheben. Kann gemacht werden mit einem kurzen Halten oben oder den Fuß von einer Seite zur anderen bringen. Die nächste Übung wird etwas umfangreicher, insgesamt 40 Sekunden lang. In dieser Position das Bein hinten anziehen, 20 Sekunden lang, leicht nach vorne schieben dabei, dann 10 Sekunden mit dem Bein gegen die Hand drücken und dann die letzten 10 Sekunden mit der Hand loslassen, komplett nach vorne schieben und die Position so halten. Dann geht es hoch an eine Wand zum Festhalten. Hier starten wir mit dem Bein über Kreuz, dann das Bein anziehen, nach außen gehen, dann das Bein nach innen eindrehen und nach hinten und unten bringen. Dabei so wenig wie möglich aus dem Rücken kommen. Und noch eine spannende Variation zum Schluss. Bein rechtwinklig anziehen, in die Standwaage gehen, dabei vorne festhalten und in dieser Position einmal aufdrehen, wieder eindrehen und zurück in die Ausgangsposition kommen.